So, aber Hatte Ska Langeweile. werde ich jetzt nicht extra kolorieren, oder? Also. Doch, der muss Das genau ist entgegengesetzt nicht koloriert Ska. werden. Das ist nicht Ska. Das ist dein böser Gegenspieler, verschmähter Liebhaber, würde ich sagen. Ja? Nein, das ist Angel Simbax. Ja, wir nennen ihn Angel. Das sieht schon so aus. Also, Du musst ihn auch anmalen. der mit der Narbe ist Simbax. Ja, warte, Nein, jetzt kriegt Simbax er ist da der im ja. Hintergrund. Der Warte, im jetzt Hintergrund muss ist Simbax. ich muss Das aber die was mit der Kolorierung Narbe. jetzt eigentlich ändern, weil die Mähne kommt jetzt als zusätzliche Farbe hinzu. Ja, dann musst du dir was einfallen lassen, wie du die Mähne machst. Nein, Galax, die Danke fürs Mähne. Cheeren, Ralfi. Erwünscht wäre dafür, dass Simbax da im Hintergrund ist. Danke. Eine Spende für Galax, Nee. seine Doch. Animationsausbildung. Ich bin. Nee. Es Das ist reicht nicht leider Ska, Galax. Karl. Nein, im Hintergrund ist Karl. Simbax. Nee. Weil Galax, da ist die Narbe schon drin. Karl, Ja. ihr tötet Leute. Das ist aber, das ist, nein, wir bleiben dabei. Im Vordergrund bist du, es passt schon. Was Das im heißt hier Hintergrund ist du? dein, Was heißt hier du? Du meinst Simbax. ja, Simbax, dein Du, dein Ich. Du musst mich Bin schon ein ich bisschen ins ich? Herz schließen, Du wärst Mensch. jetzt nur im Hintergrund, Angel? Hintergrund ist Notgeile. Karl. Der Ach, Karl. Notgeile. Das ist Der Karl. notgeile Du Karl meinst wieder. Karl, der notgeile Freund? Du kannst ja mal testweise über die Mähne drüber gehen mit den Grünen, um zu gucken, wie sich die Mähne verfärbt, weil die wird ja nicht Es grün wird werden. dunkel. Ja, das Es wird passt doch hier so. sogar. Was Okay, dann doch. machen wir das. Karl. Also Karl ist der im Hintergrund. Ja. Ja, Karl ist der verschmierte Liebhaber. Also der Notgeile. Baratische Der Notgeile Notgeile. Sind immer alle notgeil auf mich, das ist schlimm. Aber warum ist er notgeil? Lässt er, also lässt, Weil Simbax wie, Simbax, Duftdrüsen genau. ausgeschüttet hat. Ich würde sagen, er hat herausgefunden, was Simbax in seiner Vergangenheit getan hat. Und er Ah. findet er so Nein, er geil. hat herausgefunden, was Simbax mit seiner Mutter, mit seinem Babykuchen angestellt hat. Ja. Alter, ihr Und seid er echt will ein Stück eine davon, deswegen schwänzelt er immer um ihn rum. Genau. Weil den Mutterkuchen muss man jetzt immer als Dings mit Als reinnehmen. Referenzpunkt, ja. Ja, und wo Ja. sind meine verlorenen Cups oder wiedergefundenen Cups? Ach so, ja, siehst du, du musst mindestens das noch. Du hast in der Zwischenzeit auch Cups gemacht, also lass dir mal was einfallen. Okay. Was Ja, sind schau, Cups? ich habe ja schon. Babylöwen. Ja, also. Du hast denen ihre Mutterkuchen geklaut und gehortet. Genau, Genau, du weil machst Babylöwen, damit du den den Babykuchen Und klauen Karl kannst. ist von der Organspendermafia. Der schneidet den Organspendermafia. Leuten sonst Nieren raus. Ist Aber aber jetzt ganz die angetan von Babykuchen. deiner stattlichen Sammlung an Babykuchen. Oh Gott, Mutterkuchentransplantation. Oh Gott, ist die. Ja, und deswegen wart ihr mal gute Freunde, aber jetzt, Seid ihr Erzgeweihen? ja, weil es kann nur einen Kuchen Ja, Frau geben. Meier, wir haben jetzt endlich Es einen kann nur Spender einen für Ihren Kuchen geben, Mutterkuchen ne? gefunden. Also, jeder muss selbst gucken, ob er das größte Stück vom Kuchen kriegt und so, ne? Ja. Wow, Ihr lernt lasst man euch sogar selbst noch am nächsten irgendwelche und so. Aber Simbax guckt schon so suspicious, so irgendwas What hat would you denn? Karl ja gesagt, irgendwie, ich weiß Ja, hast nicht. noch nie, warst noch nie bei so einem illegalen Organhandel? Da traut man sich meistens nicht gegenseitig. Weißt du, Da bin wie ich jedes oft Wochenende. ich. Galax, da fehlt Ja, doch ein Stückchen okay. vom Ihr Fuß. wart früher zusammen unter den tollen Namen Mutterkuchen Backstreet Boys zusammen. Backstreet Boys. Und das war eine wilde Zeit. Und das, glaube ich, mag der Nein, so an dir. lieber Delman, das ist nicht. Das ist Simbax mit seiner natürlichen Haarfarbe. Natürlich, sieht man doch. Fast nicht geändert. Oktober Original. grün. Die ist nicht Wie ich geändert. halt die ganze Zeit Ah, denke, dass du seine den Mutter hatte Blonden was mit meinst. einem Leprechaun. Mir Wow, fällt gerade aber. auf, ich habe auf all denen vergessen, die. Ah, nee, das meine ich, Passt Danke schon. fürs Subscriben, Knut. Danke. Und danke. Vielen Dank. Mir ist eigentlich aufgefallen, dass ich unter den Nein. Augen. Ja, hast du mal Scheiße gebaut, aber du kannst es jetzt richten. Nee, ich hab's gerade überlegt, aber ich weiß nicht, wie weit der Stream jetzt ist, aber ich Zitat bin da gerade Galax, wollt ihr zurückgegangen, noch um nie auf was. einem Organhandel? Nein, Galax. Ja, also ich meine, das ist doch was man mal erlebt haben In muss, Bayern weil ist man da jedes Wochenende. dieses Das ist wie Misstrauen. Bayern geht man am Samstag nicht auf den Wochenmarkt, da geht man zum Organhandel. Dieses gesunde Misstrauen gegenüber den anderen Organhändlern Du ist siehst aus halt. wie gesundes Misstrauen, du glaubst doch eh jeden alles. Nicht alles. Wir haben dich schon Glaube ich so weit, nicht. dass er nicht alles glaubt.
glaube ich nicht, dass das stimmt. Könnte natürlich auch sein, dass also dass Simbax das Problem hatte, dass er auf den florierenden Organhandel von Karl neidisch ist, also nämlich schon ganz grün im Gesicht von Neid. Nein, das ist seine natürliche Haarfarbe, weißt du doch. Haar- und Gesichtsfarbe. Hallo, ist das aber die Augen böse, weil jetzt ist er jetzt echt angepisst. Oh, du musst doch dicke, fette Augenbrauen machen, dass sie böse gucken. Ah, oh ja, und durchgehend. Die das Augenbrauen Problem ist... Monobraue! Das Problem ist jetzt... Was? Ja, okay, was ihr bekommt, was ihr wollt. Weiß, wie es evil aussieht. Rote Augen. Ja. Und danke, lieber Quickshot-Coyote. Was hat er aufgegeben? Der hat einen Bitcoin da reingehauen, oder was es ist. Ein Bitcoin? Wir sind reich! Ja, also ist das so, ein Bitcoin so, oder? Nee, ein Chia hat er reingehauen. Ja, Bitcoins genau, sind nicht so das viel, sieht ja aus wie der türkische Comedian. Ich weiß yeah, hier Monobraue-Kams. Ja, Ich hatte schon gerade so ein bisschen erregt hier. Das ist nicht Scott, das ist Carl. So. Carl! Also, oh. Delman schreibt gerade, Simbax wurde als Welpe immer von Onkel Karl in die Bioabfallgrube geworfen. Das erklärt so einiges. Mhm. Ja. Das Problem ist, das Avatar-Ding geht jetzt halt nicht mehr da so gut hin. Mal ist er in der Mähne drunter. Oben an der Mähne am Ansatz. Jetzt auch in der Mähne drunter, Mensch. Ja, es wurde ja auch tätowiert. Vielleicht hat er auch seinen Pfeil einfach verloren mit der Zeit. Ja, der Pfeil. Das Also es ist zwar jetzt nicht so dreidimensional Alex, realistisch, aber hier ist der Fall. Alter, meinst Alex, du den Pfeil auf die Haare drauf? Hast. Nein, ja. Mach das nicht. Mach das nicht, das sieht scheiße aus. Das sieht echt scheiße aus. Naja, ich meine... Immer diese Kunstkritiker hier. Alex, eine Narbe lässt nichts wachsen. Wenn da eine Narbe am Auge ist, gibt es ja keine Augenbraue. Ja, das ist ein Transplantat. Es ist ein Transplantat. Ja, Nein. Die muss so, da habt ihr es. Der hat ein Toupet jetzt auf, Mann. Richtig. Augenbrauen-Toupet. Oh mein Gott. Mark aber ja, okay, also dann, dadurch, dass die Mähne jetzt dazugekommen ist, gibt es kein Avatar-Ding mehr. Du kannst ja den Mähen-Ansatz einen Pfeil reinmachen. Nee. Das würde Sinn ergeben. Okay. Weil da ist ja schon ein Dreieck, siehst du es? Angelix, macht es dir nicht Spaß, deine eigene Meinung zu vertreten? Ja. Genau so. Perfekt. Sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus, ja. Bitte so. Passt. So, aber Scar muss jetzt nicht extra koloriert werden. Karl. Ne? Doch, den musst du anders malen. Der muss ja genau entgegengesetzt aussehen wie Simbax. Ich wollte ihn ja erst Angel nennen, also muss er jetzt netter sein. Er ist nämlich ja. Der gute Mann. Oh, das war definitiv. Felix hat geschrieben, ich werde mir diesen Stream so sehr nochmal ansehen wegen Claudis Cars. Oh. Also wenn jetzt Karl noch. Hast du die Augen rot gemacht? Mach die Augen rot. Bindehautentzündung. Von wem? Weißt du, was dieser Karl braucht? Da brauchst du einen Heiligenschein über dem Kopf. Karl oder Simbax? Von Simbax. Simbax hat eine Bindehautentzündung. Der von Karl. Ah, glaub ich. Los. Komm, Karl. Haben wir eigentlich Karls hier, oder Karls Geschichte eigentlich schon erzählt? Nee, doch, er ist ja nur der Ex. So, jetzt hat er Bindehautentzündung. Oder nee, jetzt ist er im Avatar-Zustand. Nee, er hat sich Zwiebelsaft in die Augen gerieben. Zwiebelsaft, und wie wir alle erfahren haben, das tut also, Delmenhorst meint gerade, er heißt Skarl. Skarl. Schmeiß mich hier weg. Aber Skarl. Skarl. Nee, ich glaube, Vicky gefällt's auch. Ja. Skarl. Los, dann gibst du es dem Skarl. Ja, was soll denn so eine Farb. Ding genau haben? Entgegengesetzt. Du bist doch der Simbax. Ja, warte, stimmt. Ja, mit meinem künstlerischen Talent, warte, nämlich die. Denk dran, andere Ebene. Ich sag andere Ebene? Wo sind wir denn? Das ist schon nicht. Nein, Skarl. Ich bin per Skarl. Kann Skarl Lippenstift haben? Ja! Wie gut! Ja! I like. Aber knallrot. Ja. Ah, nee. Gelb verträgt sich mit seinem unklaren Fell. Kannst du die Blendoption ändern? Dann müsste das Gelb auch und gehen. Bei, was zu Blendoption ändern, Skarlachs kommt die mir hier sagen. Mit irgendwelchen Kunst. Ja, das ist die Einstellung der Ebene, damit sie so durchscheinen wird, du Banane. Und kannst du bei Simbax hinten auf dem Hintern ich glaub, Lippenstiftabdruck machen? Deswegen guckt er so doof. Richtig. Also, ich glaube, ich muss dir leider sagen, ja, nee, es funktioniert nicht mit dem Fell. Das Fell ist schon zu dunkel.
Du kannst eine andere Blendoption reinmachen. Jetzt mach halt. Was für Blendoption hier? Ach, die Blendgranatenoption da oben links. Das, was du eingestellt hast, genau. Das Multiplikation ist immer noch zu dunkel. Na, Multiplikation macht es dunkler. Alles mit Addition macht es heller. Ja, dann mach mal Zusatz. Ah ja, sehr schön. Aber da ist nicht mehr so ein hoher Farbunterschied. Aber können wir so du musst auch eine helle Farbe nehmen. Wir haben bei wow, nice. Das ist so das geil. Ist dann machst das du einfach so, die Deckkraft ein bisschen Angel runter. Like. Machst du die Deckkraft ein ganz kleines bisschen runter, dann geht das schon. Oh. Viel besser. Aber knallroten wow. Lippenstift. Ja, der rote Lippenstift, der kommt schon noch. Jodi, das müssen wir dann aber wirklich dann auch mit da hochladen. Aber ich definitiv lade ich das damit hoch, das kannst du so wissen, ey. Kannst du dann bei Skal so richtig schöne Lisa Lutschmund Lippen machen? Du meinst Schlauchbootlippen? Ja, ja, sowas. Galax, du kannst ruhig darüber malen über die Linien. Es ist nicht so, als ob das nicht üblich wäre in diesem Fandom. Ja, aber ich. Da steht denk ja mal, Galax, ab und zu mal absetzen. Da steht ja mein künstlerischer Ruf auf dem Spiel, glaube ich. Claudia, kann man eigentlich separate Farben, separat Deckkraft mehr geben? Ja, ja, kannst du, wenn du jetzt mal eine eigene gut. Ebene machst. Ja. Dann muss man die Lippen definitiv auf eine andere Ebene machen. Ja. Ja, mit dann brauchst du den Monobrot. Die Schlauchbrotlippen. Ah. Also, jetzt sieht das so ein bisschen sehr merkwürdig aus, aber ja. Kritisiert ihr schon wieder hier mal kurz. Ah, das ist die Geistererscheinung von seiner Mutter. Geil. Also Skal ist eigentlich die Mama gewesen. Die ganze Zeit über. Skal, ich bin deine Mama. Und dein Vater, ich bin Zwitter. Ich bin deine Mutter. Hat das Kind mit mir selbst gezeugt. Der Stammbaum ist ein Kreis. Der ewige Kreis. Nein, der Stammbaum ist ja dann ein Punkt eigentlich, nee, wenn er gleichzeitig Vater und Mutter ist. Ja, obwohl ein Stammbaum wäre es dann ja nicht. Das wäre ja mehr so ein Stammbusch. Stammbusch wäre der dann ja nicht. Ein Stammbusch. So. Sieht ja, tatsächlich ein bisschen, sieht aus wie so ein Jedi-Geist. Denk so. An bei Skal. Du kannst dann die Deckkraft nur ein bisschen runternehmen, also das ist ein bisschen sehr krass. Ich find's krass so. Ja, denk an, von Skal gibt's noch Sachen in. Schmerz, wenn ich das sehe. Im Hintergrund von Simbax. Ja, da ist noch ein Schwanz. Noch Tail von Skal und noch ein paar Fellsachen zwischen die Beine. Du musst dir noch was zwischen die Beine. Stimmt. Oh, ich will zwischen die Beine von Simbax. Nicht Simbax, von. Skal! 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 Ich bin deine Mutter! Ah, Mann. Oh. Hä, scheiße. Nein. Nein. Was auch, Galax? Das Glitch, Schatten. Ihr seht's ein bisschen zeitverzögert immer, wenn. Das doch, wir sehen's, wenn du Scheiße baust. Oh, nein. Ah. Aber ihr hört schon früher, dass ich Scheiße gebaut habe. Ist okay. Schlauchbootlippen. Okay. Nicht vergessen, Aro. Knallrot. Gummiboot. Da komme ich leider nicht bei dem ans Bauchfell ran. Deswegen wird das ein bisschen. Oh. Komisch. Du könntest den Pinsel kleiner machen. Ich weiß, das ist nicht so dein Ding, aber. Sachen kleiner machen ist nicht so ich sein. Ich habe halt einen großen Pinsel, Claudi. Ja, ja, also einen kleinen Pinsel. Nein. Das geht gar nicht. Oh Mann. Groß. Denk an Galax, links von der Nase geht's weiter. Kleine links von der Nase geht es weiter. Düm-düm. Ich find's halt echt schlimm, wie immer das Düm-düm verlässt. Na gut. Ja, Ferox möchte gerne, dass der Körper Karl bleiben. Düm, düm. Ja, ich weiß auch nicht, Knut, was er da erschaffen hat, oh aber Gott, er nimmt halt die Deckkraft auch nicht runter. Hey, ich hab sie schon ein bisschen runtergestellt. Ein ganzes Stück runter, kann auch. Weniger als die Hälfte. Weniger als die Hälfte? Verdammt es doch mal. Ja, aber Claudi, hast du mal deine erste Zeichnung gesehen, jetzt ohne was sagen zu wollen. Wow. Aber ich glaube, das spricht halt dafür, dass man eher mir. Das Dunkle da unten drunter gehört mit dazu. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Und ich glaube, ich kann auch meinen eigenen Kunstwort eher hören. Gehört alles zu Skal, zu Karl. Vergiss den Tail nicht von Karl. Ja, jemand, oh, eins am anderen. Das muss ordentlich werden, das muss heute noch hochgeladen werden. Das
Fan der Warteschau. Genau, drauf. Disney wartet nämlich auf König der Löwen. Ich wollte so feiern, wenn Disney das wirklich mal macht. Ja, einfach ja. So hier. Wenn so die ganzen Seiten auf Englisch sind, muss ich erstmal googeln, was Mutterkuchen ist auf Englisch. Mothercake. Mothercake. Ich glaube nicht. Nee, im Englischen nehmen die ohne Scheiß den medizinischen Begriff. Plazenta? Ja. Ach, der Mutterkuchen ist die Plazenta? Nee. Oh, interessant. Mann. Ja, Nex, also auf dem Teamtreffen muss ich also dir im Englischen, also mir wird gerade laut Google heißt Mutterkuchen übersetzt Mothercake. Ja, weil die das wörtlich übersetzen, weil Google kacke ist. Google ist cool. Sag ich Google, die hacken dich. Ja, ist doch toll. Dann wenn ich was vergesse, dann frage ich Google, weißt du noch, wo ich das noch reingeschrieben habe, reingepackt habe? Dann schreiben sie mir, jo, dort Ordner XY sauber. Ja, nee, die klauen dir einfach nur deine Daten und dann lachen sie dich aus. Okay, das du brauchst eine neue Ebene für die Schlauchbootlippen, denk dran. Stell dir mal wieder so eine große Organisation vor wie Google, wo einfach nur Leute sitzen, die die ganze Zeit lachen. Der hat das gerade gegoogelt. Ja, so stelle ich mir das wirklich vor. Also, ich will mir jetzt nicht zukünftige Karriereoptionen bei Nase Google fehlt noch. Versauen, aber das wäre etwas, was ich, wenn ich bei Google arbeiten würde, machen würde. Und was machst du bei Google? Wieso, Ferox? Da heißt doch Carl. Ja. So, passt? Links von der Nase fehlt's noch bei Carl. Ja, was fehlt denn da noch? Dann geh doch mal an die Nase ran und guck mal genau hin. Du meinst das hier? Ja. Das passt nicht farblich. Hat eigentlich Simbax sich das Gesicht so durchgeblaut. So unter die Lefze. Nein, nur so. Okay. Jetzt gehst du in die nächste Ebene und ziehst und die Lefzen mit einem dicken, fetten Lippenstift nach. Oh, geil. Oh, können wir uns auch beim Teamtreffen dann hier mit Lippenstift malen? Also wir sind aus dem Alter raus, Katiba. Oh, ich will. Kannst du trotzdem. Du kannst Galax knutschen. Boah, ich hab Hunger. Ja. Ich glaube, ich werde mir danach noch eine Pizza machen. Nee. Das muss auf deine Linie achten. Ach ja. Oh, warte. Da achtest du. Ich könnte es so machen. Künstler essen erst, wenn dicker, Alex. Viel dicker. Noch dicker. Das sind richtig dicke, fette Schlauchbootlippen. Sieht aus, als hätte jemand ausgesaugt. Meinst du so, Kathi? Nein, ja. Was? Heute Clowns-Make-up zum Mittag, über euch. Oh, mein Süßer. Oh. Und jetzt fehlt mir so ein kleiner Küssmund. Kannst du noch mit Weiß bitte ein paar Glanzpunkte da reinsetzen? Oh, Mann. Was hast du bitte gebraucht? Ich brauche Glanzpunkte mit Weiß, bitte. In das Rot rein. Aber ganz kleine Dinger. Ganz kleine Dinger, bitte. Damit sie aussieht wie Lipgloss. Ja, Mann. Wie Lipgloss. Oh, warte, die sind zu groß. Die sind aus wie Pieces. So. Kleiner. Ich stell mir das vor, Disney macht das nach. Nicht so viele Punkte. Weißt du, wie das gerade aussieht? Nicht so viele, Galax. Weißt du, wie das gerade aussieht? Du musst jetzt meine Leute haben. Ey, du musst theoretisch Skal noch so richtig große weiße Augen verpassen, mit so zwei wegschielenden Pupillen und dann noch da drüber schreiben, I'm a foreign Malaysian. Genau die so? Ja, genau. Reicht. Reicht. Ja? Nee, zu viel. Mach mal dabei beim letzten Strich bitte nur einen Punkt hin. Kein Strich. Nur ein Punkt, Galax. Naja, ich hab schon den Punkt schon gemacht. So? Ich schwitze. Perfekt. Also jetzt werde ich so ein bisschen hier. Okay. Eigentlich fehlt jetzt noch der Küssmund auf dem Arsch von Simbax. Was ist das so? Mach dir noch hin, Galax, der muss rein. In die gleiche Ebene wie der Lippenstift. Du weißt aber schon noch, wie Handherzen bei Galax aussehen. Wie soll denn der einen Kussmund machen? Ja, warte. Er braucht doch bloß eine M und W übereinander zu malen. Sonst er kann doch einfach den Mund von. Das sieht aus, ob der Arsch brennt. Warum ist der Arsch rot? Ich schwitze, sogar am Hals. Oh, ja. Ich weiß nicht, merke, ich entdecke gerade ganz neue Schweißporen an meinem Körper, oh mein Gott. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich am Hals schwitzen kann, aber das ist extrem. Das neue Nein, mach das weg, sieht doof aus. Ja, was jetzt?
Also ich finde, das Rote sieht doof aus auf Simbugs. Weißt du, wie man küssen malt, oder? Ich werde nicht mehr. Oben malst du ein M und unten drunter malst ein W dir ans M knutschen. Hä? Oder weit gezogen. Und ein W, wie sie ans M... Was? Und ich glaube, wir speichern das. Ich glaube, wir speichern das und... Alter, das wollte das jetzt speichern aus Galax. Wie ist die Story zu dem Bild? Ah, scheiße. Ich würde sagen, er hat das falsche Körperende geknutscht. Der ist ja Organhändler und der andere macht... Ich will an deine Organe. Und ja, und an deinen Mutterkuchen und sonst. Und ja, dann... Okay, also ist das passiert. Gut. Claudi, schreibst du das mit, damit wir das nachher hochladen? Ich hoffe, das ist mitzumachen. Deswegen, da hat der sich schon an ihn rangemacht, aber der, weil man so dieses gesunde Misstrauen zwischen Organen und Mutterkuchenhändlern eben hat, wir können aber ganz kurz mal den Chat fragen, wie gefällt euch das bisher? Ihr liebt es hoffentlich, oder? Wer das nicht liebt, der kriegt auch so eine Zeichnung von sich. Oh. Also, ich drohe nicht nochmal. Okay, dann hast du noch ein letztes Bild. Das wird dann so heißen. Genau, der mit Auslandskapiot. Linke Backe, rechte Happy Backe, End. Genau auf den Mund. Also das nächste Ending. Ist tatsächlich das Happy End. Also, falsch. Da ist ja gerade See. Also ich würde sagen, da kann man... Schnapsdrache. Das ist ja tatsächlich... Hallo. Man könnte das drehen. Ja, sie halten Hände, ja klar. Ja, sie halten Hände. Ja. Galax, kann das ganze Bild mal um 90 Grad. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, ja, dass ich so drehe. Er um lebt Grad. In mir. Away. Oh, wow. Los, Galax, dreh mal das Bild um 90 Grad. Er bebt in mir. Nee. Du kannst es oben bei Bild drehen. Warte mal, wir zeigen dir, er steckt in mir. Nee, Galax, nicht so. Mach rückgängig. Ach, du Pappnase, mach das rückgängig. Ja, ich hab schon rückgängig gemacht, ja. Du musst das ganze Bild drehen, das geht oben bei Datei irgendwo. Datei. Bei Bild, geht das nicht bei den Pfeilen? Also irgendwo da oben muss das gehen, dass du das ganze Bild drehen kannst. Ja, müsste Fahrradkette, ne? Sag ich immer. Hätte Fahrradkette. Ich weiß, es war jetzt der Spaß. Was sind die komischen Pfeile da? So, Galax, ich würde deinen, würde es ehrlich gesagt erstmal in der Position liegen lassen. Ja, erstmal mal ja. Gleich drehen, damit er sich nicht dran gewöhnt. Nee, aber bei so kann ist den, es den so, als würde Karl Simbax fallen lassen. Nein, Karl. Nee, die liegen auf einem heißen Stein und haben Spaß miteinander. Wie kann also. Auf einem heißen Stein liegen? Ja, das freut mich auch. Ich würde es umgedreht machen. Das ist nämlich Simbax oben und Carl sagt, komm doch ins Wasser. Na, ins Wasser. Da sieht da irgendwas nach Wasser aus. Die sind am Pool, ja genau. Die sind am Pool, ja genau. Die sind horny am Pool. Das ist es. Übrigens ist es nach 22 Uhr. Bitte jetzt abschalten, wenn ihr unter 18 seid. Das kommt der Hinweis. Jetzt, wo wir horny am Pool gesagt haben, geht mal bitte raus hier. Ja, okay, ich glaube, unsere Twitch-Streams sind eher als 18 plus gefleckt. Also wenn ihr dürft ihr nicht zuschauen. Was sind Repo-Vibes? Repo. Ja. Das war, glaube ich, der Film mit den Organhändlern. Oh, ja, gibt's einen Film von? Ja, mit Frage an den Live-Chat. Gibt's irgendwie besondere McDonald's, die immer 24 Stunden am Tag offen haben? Nein. Ja. In Deutschland musst du mindestens eine Stunde geschlossen haben zum Reinigen. Okay, 23. Zu Körper und Seele. So, gut, ja, dann gehen wir jetzt wieder zu Grün über. Passt. Dann schauen wir mal uns den Ausschnitt an. Nein, Spaß, wir schauen uns die... Neue Kolle Ebene. Auf. Genau. Habe ich schon. Bin ich mal gespannt, was jetzt raus wird. Ja, ich atme ins Mikro, weil Galax mich so sexuell erregt. Mhm. Ja, da sind wir wieder dabei. Ich habe diese, Wirkung auf Menschen. Ist halt einfach so. Und weißt du, wie lustig das wird, wenn du jetzt Karl auch wieder so lustig einen schönen Lippen malst? Und Simbax auch? Ah ja, genau, weil die haben sich ja geküsst. Oh, das ist eine echt süße Love Story. Vor allem, das kann man halt wirklich so interpretieren. Die sitzen halt an ihrem heißen Pool. Der liebe
Wie heißt der? Als Garnhändler hat man ja auch immer einen eigenen Pool, ne? Also, ja, der verdient sehr gut Geld damit. Und schau mal, du siehst ja schon, wie horny der ist, wieder, wenn er sich da so reinkrallt in den... So oh ja. Ich bin so horny, ich krall mich. Ich krall dich. Naja. Oh, du hast dir mich gekrallt hier. So, Ich krall dich, du krallst mich. An der Stelle sei gleich mal erwähnt, kennt ihr jemanden vielleicht, der noch auf der Suche ist nach einem Partner im Furry Fandom oder einer, besser gesagt, einer Sie? Ja, ich. Dann also schickt Galaxy sie doch einfach an uns weiblich weiter. Wir sind immer noch auf der Suche, um irgendwas für Galaxy zu finden. Also nice. Nicht irgendwas, sondern weiblich. Ja, bei mir ebenso. Ich nehme aber das, was Galaxy überlässt. Wow. Also was? Alles. Ich bin nicht wählerisch. Galaxy will, sie muss reich sein. Reich ist er selber. Ah, bin ich doch selbst schon. Ja, aber das ist das Problem, wenn er nämlich, er will ja nicht bei einer Scheidung oder Trennung sein halbes Vermögen hier abgeben. Stimmt, meinst, ich will ja auch Geld für gewinnen. Du meinst, du, außerdem will er sich nicht mit Leuten abgeben, die unter seinem Niveau sind. Ja. Richtig, genau. Ja, ich gebe mich genau, auch meinst, mit euch ab. Genauso also. Gut zeichnen können wir ja. Wow! Danke, dass du dich mit uns Gossenkindern befasst. Ja, ja das ist so positiv von ihm. Ich meine, man muss auch mal als muss auch mal Zeit mit seinen Feuerwerk. Muss auch mal auch Zeit mit den Dienern verbringen. Er hat gesessen. Servo Dino Galax, du weißt, was du zu tun hast zum Treffen, ne? Also Darfst du Kollegen mal hier dein von Leben eines Dinos führen. Selbst meine, davon, meine geliebten Mitmoderatoren auch wieder live sein. Demo-Stream Spiritfahrer ist Bild drin. Nein, jetzt nee, müssen wir live. Ja, da ist auch wieder. Wir sind wieder live. Okay, also wir sind wieder live. Tut mir leid für die technischen Probleme, ich weiß nicht. Also wir hatten eine Vermutung, Galax, dass deine Mami vorbeigekommen ist und dir das Internet gekappt hat. Also, weil ich noch so lange ab bin. Ja. Und so spät gefragt hat, was das für eine Schweinerei ist, was du da malst. Geht ja gar nicht. Ihr habt nee, das geht auch nicht. Ah, ihr habt mich durchschaut. Und vor allem meine Mutter. Nein, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, woran es lag. Ich glaube, die NSA oder so will halt einfach, ja, die NSA will einfach nur versuchen, meinen Content hier zu unterbinden. Weil sie wissen, was ich für eine Bedrohung für den Weltkrieg bin. Das war nicht die NSA, das war Walt Disney. Die wollen meine Karriere sabotieren, weil sie wissen, dass ich sie alle übertrumpfen werde. Die kleinen Job! Nehmen Sie den Job! Okay, gut. Wir klauen unser Art! Denk an Galax, Lippen dran malen. Der war der. Aber bei beiden jetzt. Ja. Oh, wie es was noch fehlt? Bei Simbax musst du so einen Sabberfaden machen. Ja. Aber der Sabberfaden muss von dem einen Mund zum anderen Mund. Ja, der war super. Du weißt ja, frisch geknutscht und so, Sabberfaden. Ja, also jetzt wird es dann langsam echt zu NSFW-Porn. Wieso? Nicht. Es ist noch nichts passiert, die haben sich nur geküsst. Ist das nicht das, was sich alle Furries wünschen? Ja, Fancy? Nee, ja. Das verträgt sich nicht so gut mit der Hintergrundfarbe, finde ich. Dann mal sie halt grün oder blau. Immerhin sind die ja in einem Pool. Ja, so. Nein, die gleichen Lippen, gleiche Lippenfarbe. Weil das ist Partner-Look. Es ist die gleiche Lippenfarbe, aber ich muss dann irgendwie ein dunkleres Rot oder so. Nein, Galax kommt auf eine andere Ebene. Ich bin ja auf einer anderen Ebene. Das Problem ist halt nur, dass es sich mit dem Hintergrund schlecht verträgt. Machst du den Hintergrund einfach gelblich? Oder blau. Immerhin sind die ja in einem Pool und haben Liebe miteinander. Das steht noch offen. Ja, genau. Er versucht ihn zu überreden, weil er ist ja mal wieder. Kennst du nicht das Lied? Das ist die Sonne von Sorrent, die uns komplett das Hirn verbrennt. Das ist die Sonne von Sorrent. Okay. Ich hab's so noch nicht gehört. Ich auch nicht. Mach mal den Lippenstift weg, Galax. Ja. Mach den Lippenstift mal wieder weg. Nee, wegmachen, nicht dunkel. Ja, ich habe ihn schon weggemacht. Jetzt malst du. Erstmal Karl zu Ende, dann malst du den Hintergrund anders und dann malst du die Lippen dran. Ich soll den ganzen Hintergrund anders malen? Okay. Ja, nur das. Du kannst das großflächig markieren und dann einfach den Color-Switch machen. Ja, Claudia, müssen aber aufgepasst haben, wie das ging. Steuerung U soll das sein. Ja, das passt schon. Gut, das dann ist, gehen. Ja, schöne Antwort.
Finde ich nämlich auch. Kennt ihr mal, finde das geil. Ich auch. Ich mir den Lippenstift, Hammer. Hä? Siehst du jetzt erst den Lippenstift? Nein, ja, nein, wir müssen immer wieder lachen, wenn wir das Bild sehen. Ach so, über das alte Bild. Ja, okay. Ja. Ich finde, der ist echt gut gelungen. Finde ich halt auch. Finde ich auch. Oh, Mann. Bring mich zum Weinen. Ich wollte ihn nicht zum Weinen bringen, es tut mir leid. Nee, es ist gute Weinen aus Lachen. Und ich habe noch nichts gehabt. Das ist das Schlimme. Drogen? Also, er meint Sachen, die drehen. Sowas wie Drehstuhl. Aber warte, ich kann ja gar nicht Color, sondern was habe ich da verwendet? Zusatz, glaube ich, oder? Ich habe eine Praline am Beten, Kaliber. Nee, ich habe hier was, aber ich krieg schon so Sodbrennen vor Lachen. Das ist schön. Dicke Tat, Katiba, ich kriege Sodbrennen vom Lachen. Das war ja, ja. Ja. Ich mute mich mal. Nein, alles gut. Muss ihn nicht muten, deswegen. Guck mal, warum ist denn jetzt so weiß? Ja, weil da Licht ist. Ich kann ja ein bisschen. Wow! Das Licht? Er ist erleuchtet. Wer möchte so einen sexy Karl nicht in seinem Pool haben? Oder außerhalb? Ich möchte ihn ja nicht nur in meinem Pool haben, sondern er soll mich krallen, während ich im Pool bin, ne? Mhm. Was machst du ja? Oh Gott, wie ist das? Dass das überhaupt noch passt, weil der Karl sieht jetzt ziemlich weiß aus. Oh, kann er klönen? Was? 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 Ein Moment. Er stirbt gerade innerlich. Lass ich ihn. Hab einen Lachflash. Super, das hat jemand gemacht. Du meinst wohl, du hast einen Lachsflash. Das Problem ist, ich kann nicht zeigen, wenn ich lache, weil dann zucke ich mit der Hand und dann... Dann hör doch auf mit Lachen, Galax. Du kann Karl so ein Klötenkinn kriegen? Oh, nein, das geht nicht. Ich hätte mir den schon vorher zu zeichnen müssen. Die Frage, so kann der ein Klötenkind kriegen? Leute. Ja, weil seine Fotos schon so, ich dachte, oh mein Gott, das sehen aus wie... Gib ihm am besten noch so einen Ehering. Ach so, meinst du das? Oh, das ist viel zu viel. Aber ich kann es doch dunkler machen. Denke ich mal. Ich schwitze. Nee. Ich auch. Ah, ich hätte es logischerweise vorher dunkler machen sollen. Ja, okay, harte Zeiten. Ja, jetzt sieht es so aus. Füll's doch einfach, Galax. Ja, genau, füll's doch einfach. Du hast halt die Farbe jetzt ausgemalt. Drück's einfach mal auf. Ah, warte, ich habe eine Idee. Am Ende des Tages hören möchten. Ja, füll's doch einfach. Ich mache einen Ausschnitt draus. Nein, du füllst einfach die Farbe aus, Galax, mit einem Fülltool. Ja, passiert nichts. Warte. Ich habe eine hervorragende Idee. Also, was nimmt das Fülltool? Das funktioniert nicht. Wie funktioniert das? Achso. Vielleicht falsches Dings. Passt schon. Falsche Ebene. Alles richtig. Das ist die richtige Ebene. Das ist die richtige Ebene. Du bist nicht auf der Ebene von Carl. Richtige Ebene. Ja, aber die Ebene, die ich drüber erstellt habe, das ist ja eine Ausschnittebene. Und damit kann ich da drüber malen, nur über Carl. Aber es. Wie man jetzt sieht, hat es nicht dunkler wieder weggelöscht. So, also machen wir Zusatz. Wir machen es hier dunkler. Okay. Ich glaube, du hast, glaube ich, das falsche Dings drauf, ne? Denke ich mal auch. Das passt alles. War schon das, was du bei Simbax angesetzt hast, hast du, glaube ich, nicht bei Karl gemacht. Alles gut, doch. So, ich glaube, diese Multiply, wenn das Ding heißt. Nee, passt schon. Überlagerung ist nicht schlecht. Bildschirm, Differenz, nee, abwedeln, was? Wie heißt die Funktion abwedeln? Ah, seufzt. Erst abwedeln, hart, leicht. Mhm. Das passiert beim, so ist die Reihenfolge beim Abwedeln. Saturation, Color, Brightness. Also ich glaube, am besten war bisher noch... Ach, warte, ich mach's ja immer schlimm. Ja, eben, Galax. Blitzmerker. Ich verstehe es nicht.
Bildschirm. Ich hätte einfach eine dunkle Farbe genommen, statt die Farbe, die du drauf gemacht hast. Du musst einfach überlagen. Die Deckkraft runternehmen von der. So, aber das passt doch. Ja, vergleich doch nochmal mit dem Bild vorher. Aber nicht, dass Kadiba wieder ein Lachflash bekommt. Kadiba mal kurz nicht hingucken? Kadiba ist tot. Mute mich. Ich glaube, das passt. Es ist jetzt sowieso dunkel. Es ist jetzt sowieso dunkel. Jetzt würde ich es. Ich würde sagen, jetzt passt es von der Farbe. Gut, es passt von der Farbe, sag ich dann. Ach, schön. Okay, puh. Wow. Also bei Galaxy im Stream braucht man nichts, was dreht. Nee. Es dreht von allein. Ah, also man kann doch hier. Ah, ja, das muss man machen. Ist ja auch Kunst. Ah, kacke, nee, das ist wirklich seine Pforte. Claudi, ich habe eine Idee für das nächste Bild, wenn du mich mal wieder fragst. Erinnere mich einfach mal an den Livestream von Jetze. Ja, ich glaube nicht, dass du. Was ist eigentlich mit euch nicht richtig, dass ihr immer denkt, ich habe den ganzen Tag nichts zu tun, als eure Scheiße zu malen? Nein, das ist, wenn du mich mal fragst, was könnte ich jetzt mal zeichnen? Dann erinnerst du mich an den Livestream und dann sage ich dir's. Es hat was mit einem Lippenstift und kleinen Galax zu tun. Oh, ich kann mich bestimmt nicht dran erinnern. Oh, doch. Das oder wir outsourcen das an Galax. Ja, ich kann ja auch noch Nein sagen, oder? Nein. Okay. Profis sagen nicht Nein. Was für ein Blödsinn, du hast einen Knebelvertrag bei Furry.fm. Da ist Nein. Kann ich mich nicht erinnern. Ich habe mir den Vertrag von euch gelesen. Ich erstelle gleich im Ein. Ja, Galax, dann müssen sie ja nicht unterschreiben. Der heißt nicht Knebelvertrag, weil da was zum Knebeln drinsteht, sondern weil man was damit machen kann. Hm. Der ist auf Leinen geschrieben. So, aber jetzt ist immer noch die. Wie mache ich den Hintergrund am besten? Eine anders vorbisch. Also, warte, da gibt es noch diesen Ebene. Zauberstab. Oh Gott, komm mir nicht mit deinem Zauberstab, bitte. Du willst meinen Zauberstab doch auch? So, warte. Da, Zauberstab. Heilige Scheiße, sieht das schlimm aus. Nee, das, der mit dem Zauberstab funktioniert das nicht so. Im Zauberstab also, ist ja alles. Weil du keine Outlines hast, Galax. Das markiert alles. Nee, nimm mal bitte hast du sowas wie ein Airbrush? Was weiß ich. ja, habe ich. Ja, dann nimmst du das Airbrush-Tool, tust es auf ganz dünne Deckkraft einstellen. Mhm. Nimmst ja. Dir ein helles Blau oder ein, also auf jeden Fall ein sattes Blau. Was jetzt hell oder satt? In der Reihenfolge. Weiter rechts, ja genau. Ja, und jetzt? Jetzt malst du alles das, was Hintergrund blau sein soll mit dem Tool. Los. Soll Hintergrund blau sein? Ja, und du stellst es bitte auf Addieren oder was ist es? Addition, irgendwas mit Addieren. Ich mach Zusatz. Auf jeden Fall das eine, was leuchtet, ja. Ich glaube, du kannst noch mehr in das Blau rein und du kannst auch noch ein bisschen mehr Deckkraft von dem Pinsel einstellen. Noch mehr. Und mehr, also noch mehr Farbe von dem Blau. Ich glaube, du hast immer auf die falsche Ebene eingestellt, aber hm. Das ist auf einer separaten Ebene. Nee, das meine ich nicht. Ich meine der Blendmodus der Ebene. Das, was er einstellt. Das passt doch eigentlich. Ja, aber es könnte farbiger sein. Es gibt eine Funktion, wo du das farbiger einstellen kannst. Ja, dann machen wir Multiplikation. Nee. Multiplikation ja, macht es dunkler. Überlagerung macht auch nicht was. Ich finde Zusatz eigentlich am schönsten hier. Ja. Und das muss jetzt so weiter nach unten schieben, dass es im Hintergrund ihm? Ist. Hast du Schatten hinter ihm? Na, da ist der Rücken, ja, genau. Ach so. Und der muss nach unten Wasser hinmalen. Wieso? Dann bist du eine neue Ebene, machst du auf normal, machst du blau. Ja, und ja, das war der. Soweit kann ich schon denken. Sag ihm doch nichts vor! Schlauchbootlippen fehlen noch. Oh ja, bitte. Da kommen wir bei beiden. Mit Speichel, denk dran. Wenn jetzt auch noch Leute anfangen, mir hier irgendwie zu schreiben, wann ist meine Commission fertig, dann hört der Spaß aber echt auf. Dann fühle ich ja fast schon mit Artists mit. So. Wasser wollte der haben, nicht wahr? Ja, Wasser. Denk dran, Galax, Wasser ist auch im Vordergrund dann zu sehen. Ja, das reicht schon. Wasser. David hat mir geschrieben, wir nennen das Bild mit dem Lippenstift Artvestit.
So, schau, das jetzt ist. Was ist denn das für ein merkwürdiges Wasser? Das ist ja auch wie Tümpelbrühe. Es ist Tümpelbrühe. Muss man ein bisschen an der, ja, okay, der Kontrast-Dingsen und dann passt das so, auch. Und dann machen wir hier so. An der Durchscheinigkeit muss noch arbeiten, Galax. Weil Paul so eine Art. Fluffy hat mir tatsächlich so ein richtig cool. Ich habe aber vergessen, wie es geht. Ja, super. Du musst das Blaue noch ein bisschen durchscheinender machen, Galax. Ja, warte, es gab ja irgend so coole. Oh, jetzt kommt's. Oh. Pinsel. Vielleicht Fluffy hat sich so viel Mühe gegeben, dir irgendwas beizubringen. Es ist jetzt schon wieder etwas her. Aber warte hier. Ah, warte, Anmeldung erforderlich. Ach, scheiße, ich kann mich jetzt nicht im Livestream anmelden. Ansonsten jage ich eben mit. Ich würde mir einfach so einen anderen Pinsel nehmen, mit dem ich Wellen besser darstellen kann. Du brauchst einfach. Passt doch mit Wellen. Ja, okay, dann wird es halt nicht professionell. Aber danke, Fluffy, trotzdem fürs Zeigen, weil das hätte ich jetzt verwenden können. Blau. Galax, das Blau noch ein bisschen durchscheinender machen. Was ist denn das? Reflektieren das Wasser. Möwenhaufen. Da schwimmt er. Ich weiß, was das ist. Spermien. Ja. Genau, da schwimmt schon alles vor Freude wegen des schönen Kusses. Galax, das Blau muss noch durchscheinender werden. Warum sind das solche Würmer? Weil die. Ja, genau so. Perfekt. Finde ich auch. Denk dran, rote die freuen Lippen sich und halt, Speichel. Müssen halt groß sein. Denk dran, Lippen auf einer extra Ebene. Boah, die sind gleich richtig am Quielen. Oh, ich merke ja schon, wer jetzt schon hier drauf geiert hier. Das ist kein Fluss oder so, das ist der Speichel. Ich darf nicht mehr zu Aua. Danke. Hör auf zu lachen. Das kann ich ja gerade nicht. Das ist ein Lied. Der Mitlache. Nein, hör auf. Kann ich nicht. Ist bloß schade, dass der wirklich hier nicht so gut gelungen ist wie auf dem anderen Bild. Schade. Auf der Seite sind keine Lippen, Galax, oder? Ja, aber doch, da ist ja auch noch der Rest von dem Mund. Oh ja, und jetzt noch Glanzpunkte hin und dann die Sapperfaden noch. Das ist hot. So. Hast du gerade Zeit, Sophie? Ich sollte echt NSFW-Artist werden. Denk da an Strich und Punkte für Weiß. Oh, jetzt sieht es aus, als wäre. Also jetzt sieht es aus, als hätte ich ihn geschminkt. Ja, okay, warte, warum nicht? Dann schminke ich ihn. Gibt es eigentlich Fursuits eigentlich so auch mit Lippen, also mit richtig dicken Lippen irgendwie so? Habe ich schon noch mal, nicht. Hab ich schon mal Bild, gesehen. Wenn das aber in Umlauf geht, dann ja. Auf jeden Fall. So, ich habe jetzt so ein bisschen lilane Schminke da im Prinzip zugefügt noch. So. Glanzpunkte Lippen. Ja, Glanzpunkte Lippen. Ist Claudia überhaupt noch anwesend oder stirbt ja. Sie gerade innerlich? Ja, aber innerlich. Warte, das wird noch schlimmer. Ja, ich kann. Wo macht man Glanz am besten denn hier so? Genau. Also an die Oberlippe einen Punkt, einfach nur. Obwohl, das geht auch. Da schmiert jetzt halt was anderes dran. So, ja, das ist ein Punkt. Vielleicht größere. Das sieht jetzt aus wie so ein Pickel Herpes. Herpes. Ja, das ist nicht nur die Augenentzündung, sondern auch nur Herpes. Ja, die ist so. Ja jetzt geheilt. Jetzt? Ich glaube, die Unterlippe bräuchte dann einen Strich, oder, Claudia? Strich, ja. Guck mal. Ja, ein bisschen. Ich möchte den Stift wegnehmen. Es tut mir echt leid, ich halte das nicht aus. Ich kann das nicht erklären. So, jetzt machst du das Gleiche jetzt bei den anderen noch. Jetzt sieht der Lippenstift genau, von Simbeck so aus, als würde er gerade schreien. Lass so, und jetzt, ja, und jetzt oben nur ein Punkt. Okay, dann machen wir oben. Nee, das sieht doof aus, ein Punkt. Wie sind das eigentlich bei Simbeck? Ja. Also, so oben dieser Leuchtpunkte ist da das Auge und unten ist der Mund. Die ganze Zeit. Ah! Und? Claudia, zufrieden, guck mal. Ich muss nicht mehr gucken. So, und jetzt, Galax, auf eine andere Ebene einen schönen Sabberfaden. Ja, aber die muss unter der Linksebene sein. Oh, das Problem ist, die. Ha, puh.
Weißt du, jetzt guck mal, jetzt hast du schon Wasser gemacht, jetzt machst du einfach in der Version einen Zapperfaden. Du nimmst von der Farbe. Ja, okay, das geht so. Was machst du für. Nee, Galax. Von ja? Mund zu Mund der Zapperfaden. Ach so, okay. Oberlippe von Chippa. Schön, Bogen zur haben. Oberlippe von Karl. Und dann von Karls Oberlippe nee, auf den Boden. Wie ein V. Er muss nach unten fallen. Ja, spuck die ihn Schwerkraft. In den Mund. Was zum Geier, Galax? Galax, wie ein U. Nein, Gravitation, Galax, Gravitation. Das ist wie ein bisschen Eierbecher vom Dach schmeißen. Du Schmerzen, so, jetzt gehst du von der Oberlippe von wie heißt Karl. Der hier? Karl. Oh, ich werd heiser. zur Oberlippe von Nein! Nein, nicht so. Nein! Einfach nur eine Linie. Mach einfach von der Oberlippe die Linie, machst dann so einen fetten U-Bogen, so Richtung Wasser und gehst dann zur Unterlippe von Simbex. Ja, und nein, nicht spiegelverkehrt. Stell dir immer einfach mit der Gravitation. Ich habe eine Idee, warte. Mal ein J. Ein großes ja, genau, J. Genau, das war jetzt auch, was ich sagen. Nein, von oben anfangen, Galax. Nein. Galax, wie sieht bei dir ein J aus? Das ist Spider-Man. Was du, Galax? Was du? Rechts vom Punkt von Karl. Nein, nicht so. Nein, Galax, zurück. Mach das weg. Der hat nur die Zimmerfaden gemalt. Mach das weg, Galax. Keine Wünschelroute mal. Ich hab sowas Galax, noch nicht im Real Life gesehen. Warte. Wie, du, Galax, warte. Mach das weg. So, den Sprechstein, den du zuerst gemacht hast. Bei Kurses. Oh Gott. Okay, nee, jetzt Google. Der Google den Zapperfaden. Nee, ja, Google. Ich jetzt. Okay, nee, hat sich erledigt. Ja, was, wie nochmal? Mach du. Geh mal mit deinem Mauszeiger auf die Oberlippe von Karl. Ja. Nur damit wir sie auch sehen. Ja. Wo ist denn das Ding jetzt gerade? Weiter nach rechts. Rechts von dem weißen Punkt? Ja, rechts vom weißen Punkt. Nicht näher rein. Stimmt, eigentlich muss er nicht von den Lippen so, oder so kommen, sondern die Spucke kommt aus dem Mund. So, und jetzt ein Stückchen runter, sodass er von der unterhalb der Oberlippe rauskommt. Senkrecht nach unten. Und dann ein Bogen. Ah, das ist so ein Bogen. Und dann ein Bogen hoch zur Oberlippe von Simba. Nein, mehr rund Oberlippe, Galax. Das ist die Unterlippe. Ach so, Oberlippe von Simba. Ein großes J mit einem großen Bogen zum. Galax. Ich hab sie geschickt. Danke, Claudi. Kannst du mir das Bild auch mal schicken, Claudi, bitte? Ich will mal wissen, was du da mit der Referenz geschickt hast. Ja, das will ich jetzt auch sehen. Galax, ein U, kein OL. Das ist ein V, aber... Oh, das sieht tatsächlich ganz realistisch aus, so wie du es gezeigt hast, Claudi. Ja. Ja, wie das wohl kommt. Hast du mir das geschickt, Claudi? Ja. Warte noch drauf. Ich warte noch drauf. Ich will mal gerne wissen, was du jetzt gekritzelt hast. Hä? Ich krieg da nix. Telegram. Ist raus? Nö. Ach, Moment, vielleicht vibriert ja Handy. Handy vibriert. So? Nee, es kommt mir nicht in Claudi an. Ja, das ist schon auf jeden Fall besser und ich würde es in weiß machen. Ich habe es jetzt ein bisschen heller gemacht halt extra. Ja. Also so sieht es momentan noch aus, als wäre es nur Wasser, aber es ist tatsächlich, wenn du Speichel machst, solltest du weiß machen. Ja, aber ganz weiß will man ja nicht machen, oder? Nee, dann wäre es was anderes. Ja, warte, Physik ist so eine Sache. Es muss ja im Prinzip schon diesen eben so bogenhaft darunter hängen. Und dann eben da so... Nee, jetzt sieht es wieder schlimm aus. Der arme Knut ist total verwirrt, was hier losgeht. Galax, was zum... Tut mir leid, Physik Knut. Physik ist nicht dein Ding, Galax, oder? Nee. So, das passt doch, oder? Ja, sehr schön. So. Wie so ein Streuschnur mit einem Sommerfaden. Genau. Jetzt machst du da genau in der Mitte nochmal so einen Tropfen, der so runter tropft. Genau da. Ja. Wunderbar! Perfekt! Sieht aus wie eine Abzweigung auf Google Maps. Bitte, wir wenden. Aber das passt zum Bild von vorher. Oh, ja.
Zeig doch mal bitte das Bild von vorher. Nee, das sieht scheiße aus, Galax. So lassen. Nein. Ah, okay. Nein, keine zusätzlichen Tropfen hinmachen. Und keine Flamme vor allen Dingen, es brennt nicht. Danke. So, oh ja. Das ist so. Also, nochmal zum Vergleich das Bild von vorhin, auch ganz gut. Ja, warte. Und dann hier ist nochmal das Aktuelle. Ich finde aber das Aktuelle fast schon besser. Nee, ich muss nicht mehr so viel Du siehst halt so aber von der Tau... hier durchfliegen, sind so gut. Warte, ich muss jetzt streamen. So, wir müssen mit dem Bild anfangen. Ja, genau, also erst... So, oh, jetzt kacke, musst du deine Story nicht an alles, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Das ist Simbax. Ja, erzählt ihr, ich habe jetzt die Arbeit gemacht und jetzt sagt ihr die Geschichte. Das ist Simbax. Wir verstoßen wird, als er seine Mutter mit dem Babykuchen erwürgte. Nicht? Ja, dann gehen wir weiter. Ja. Würde ich so unterschreiben. Ja, wie geht's weiter? Nächste? Das ist Simbax, als er feststellte, dass seine Lieblings-Schokokrossis keine Schokokrossis sind, sondern Gazellenködel. Gazellen, ja. Okay. Das könnt ihr. Dann nächste Ding. Ja. Das ist ja schlimmer. Also, das ist Simbax, während er. Scheiße. Was hat eine Affäre Karl. Mit Karl hat. Karl. Ja, wie er Karl kennenlernt. Warte, wie hieß er denn? Der Organhändler. Karl. Nein, irgendwo stand was. Mischung aus Transvestit und noch irgendwas war es, glaube ich. Aber ist ein Wurscht. Der Artvestit. Der Artvestit Karl. Karl. Kennenlernt. Okay. Und dem erstmal so fetten Knutscher auf dem Hintern gibt. Und durch ich glaube, von dem Organhändler sind wir weg. Genau, durch seine Organhändler-Aktivitäten. Knut, das willst du nicht wissen. Aber ja, Gags kann ich gern ein Bild von malen. Mir tut der Bauch auf. Ja. Tut mir leid, wenn dir der Bauch tut, aber. So, dann kommen wir zum finalen Meisterwerk. Und das ist Karl mit Simbax nach dem Knutschen. Genau. Happy End quasi. Ja, wir sind zusammengekommen. Buchstäblich. In Hinsicht. Ja, sind zusammengekommen. Oh Mann, Claudia. Oh, wenn wir nach South Africa fliegen und ich muss unbedingt einen Löwen mit Make-up bekleistern. Auch Lippenstift. Der kriegt Lippenstift. Ja, und damit das nicht, und damit das nicht auffällt, Katibor, nimmst du einfach deine sogenannte Make-up-Pop-Gun mit, ne? Muss ja, alle Ebenen noch zusammen machen, damit es ein Bild wird. Das soll ich eben alle. Wieso? Damit wir es hochladen Sinn. Können, damit wir das auf die Seite hochladen ich können. Ich kann es hier, ohne dass ich die Ebenen zusammenführe, einfach als MP3 exportieren. Als dann, MP3 vor allen Dingen. MP3, ja. Also, oh. Das will ich hören, ne? Galax macht Bilder zum Anhören. Man hört mein. Hört euch mal an, ich erkläre euch, wie ich zeichne. Nur weil ihr noch nicht auf dieser transzendenten Ebene seid, um um Bilder hören zu können. Transistor, vollkommen richtig, ja. Okay, Galax. Ich bin auf einem ganz anderen Level hier. Galax, was hältst du von zwei Musikstücken Pause? Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Bitte so lange stehen. Ja, aber dann. Ich kann es ja nicht stehen lassen, weil ich werde das irgendwie. Bauch, Beruhigungs- und Pickelpause. Ja, da weißt du was, ich lasse es euch da so. Genau, warte, ziehen wir noch ein bisschen dran. Genau. Check. Oh Gott. Oh, Simbox. Oh, ja. Oh Mann. Kann man das bitte aufnehmen? Das ah, ja, ich werde ja aufnehmen. Warte. So, weil. Oh, ja, lass es uns auf. Das als MP3 speichern. So, gut. Mit dem Bild gehen wir in die Pause und mit dem Bild kehren wir dann aus der Pause wieder zurück, würde ich sagen. Von daher, aber ich werde es jetzt trotzdem lieber kurz ausfaden, damit der Ball nicht daran die ganze Zeit sterben muss. Also, oh Gott, Simbax! Ich bin ehrlich gesagt manchmal etwas sparlos. Wieso? Weiß nicht was. Auf jeden Fall, ich würde sagen, es war trotzdem ein sehr, sehr großes Erfolg, oder? Wenn wir das also Schluss machen? Nein, ich meine jetzt. Ich meine jetzt. Du meinst deine Love Story mit Simbax und Karl? Ja, also. Definitiv. Ja. Gut. Dann sind wir uns ja alle einig.
Dann können wir jetzt ja in die Musikpause gehen. Von daher viel Spaß und bis gleich. Richtig. Guck mal, Claudia, das sieht aus, als würde Galaxy einen Frosch oder sowas malen. Ja. Hä? Wo ist dann Frosch? Guckt so, nein, Augen, das sind die Augen nur. Das sind die Ach, Augen, die aus der Wasseroberfläche gucken. Ich ändere jetzt das Thema zu Frosch, weil auf einmal kann ich gut Frosch zeichnen. Nein. Da ich ja seit Jahren mit Elon Musk ja befreundet bin. Ja, das ist halt natürlich in der WhatsApp-Gruppe, gell? Ja, richtig. Elon Musk nutzt Telegram wie jeder andere kultivierte Mensch. Auch. Nein, macht er gar nicht. Er ist momentan abgesprungen zu WhatsApp, weil es geiler, ich dachte, der nimmt nur noch ICQ. Oh mein Gott, das habe ich ja auch noch. Ja, vielleicht solltest du da mal gucken, nicht, dass er da dir den ganzen Zeit die Antwort schreibt. Oh, ist das der neue Tesla Schrot? Frontlippe. Ja, warum machst du hier Lutschmund so ein. Ne, weißt du was ich dran mache? Ich mach so ein Schneeschieber? Ja, genau. So ein wie aus Company of Heroes, so ein bisschen dann in dem Stil. Womit man dann die ganzen Leute aufgabeln kann. Company of Heroes hat keinen. Ja, die Shermans. Die Shermans, Sherman, die mit ja. Die Bulldozer-Schaufel. Die sieht aber wie. Wenn ihr jetzt anfangt, über so eine Kacke zu reden, bin ich raus. Okay. Kadiba, was hältst du von Autos, die knapp vor den 200.000 Kilometern sind? Finde ich gut. Ich würde jetzt ja auch nicht so zum Auto. Er wollte sagen, wir möchten ein neues Auto. Na, ja, neu ist immer geil. Ja, ja, das fährst du vom. Aber solange er ja noch gut er fährt gut und hat sein TÜV. Ja, und dann sind wir mal irgendwo hin und dann steckt das Ding aus und wir stehen irgendwo stundenlang genau. Auf dem Rastsitte. Dann darfst du mich mit deinen Hochhackigen Schuhen. Ja, aber dafür gibt's doch ADAC. Ich will aber die Situation trotzdem nicht. Stell mir vor, es ist so ein heißer Tag wie heute. Wir haben einen Hund hinten drin. Wir haben keinen Schatten da, wo wir gerade hängen geblieben sind und müssen auf den ADAC warten. Ja, und da tut mein Schatten machen. Oder eine Situation, die noch öfter vorkommt, ich muss ganz dringend Pipi und es ist weit und breit nichts. Nicht ein Busch und gar nichts. Mein Gott, da macht man es geht zur Not auch ohne. Bei euch Typen vielleicht, aber bei uns Frauen nicht. Es gibt zum Beispiel. Es gibt Flaschen. Beifahrer, die auf der Rückseite auf, genau. Dazwischen setzt du dich hin und pinkelst. Das hätte ich gerne. Ja. So. Jetzt langsam wird's. Und zum Thema zurückzukommen, mein Auto hat noch knapp 5.000, dann ist es bei 200.000. Und das ist gut. Das ist echt gut. Bei mir fehlen noch 30. Dann habe ich auch die 200 voll. Ich bin schon bei 200.300. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, mein Auto ist aber auch relativ alt, also von daher. Definiere mal alt. Baujahr 99? Oh ja. Meiner ist auch so alt? Nee, meiner ist glaube ich älter. Warte, oh, 21 Jahre, oh, warte, dann noch 4 Jahre, dann ist ein Youngtimer. 25, gell? Hm? Wieso ist es jetzt eigentlich? Warum meinst du einen Drachen? Okay, Drache, oh cool, ja, Drache. Wollte das ist ein Drache oder ein Pferd? Ja, ein Pferd. Wie sieht denn bei dir ein Husky aus, sag mal? Ich hab keine Ahnung, ich versuch's, ja, Mann. Jetzt ist es ein Schwein. Ja, okay, also die Ohren passen ja schon mal. Das ist ein Husky-Pferd oder auch kurz Herd genannt. Oh, wow. Oder er malt ein Seepferd. Jetzt sieht's echt aus wie ein Pferd. Aber es ist doch gar nicht mal so schlecht, sich noch einen zweiten Wagen zuzulegen. Kevin Haus meint gerade die Geschichte vom Drachenhorse, also vom Drachenpferd. Es sieht aus wie ein Apfel. Ja, oder so eine Hand, die irgendwas greift. So ein Schopf. Und eine Rübe. Das ist ein Daumen nach oben mit einem Krüppeldaumen. Ja. Jetzt ist echt ein Schwein. Wie malt man Husky? Dann mal einfach ein Rote machen und Husky-Schwanz dran, Mensch. Husky, Anto. Ja, gib doch einfach Furry ein. Husky? Ja, ist Ralf nicht ein Husky? Nee, der ist ein Malamute. Achso. Ist zwar auch ein Husky, aber es ist nur eine Unterform, aber okay. Ja, kann. Unterform, die doppelt und dreifach so groß ist und viermal so schwer. Ja, weiß ich. Nein. Husky Malamute.
Die sind richtige Viecher. Mit Flauschebäckchen. Ah ja. Alex, ich hab hier was für dich. Bitte ist es Spawn. Nein, Spaß. Nein. Schon mal. Bitte, was? Bitte siehst du den Fertimon, was ich meine? Siehst du, was ich meine? Galax war schon zu komisch. Nee. Aber das ist nur Ski. So, die haben doch hier dann so ihre spitze Schnauze, so ein Anfangszeichen. Dann geht es so runter. Da haben sie ja, der. Ach, ja, jetzt der hat er Kind. Gut. Warte, jetzt schauen wir ganz kurz das Bild von Katina Anderson an. Oh ja, das sieht eigentlich ganz schön aus. Jetzt möchte ich das noch irgendwie malen. Kannst du das nicht irgendwie ausschneiden? Und das ist ja Diebstahl. Aber das erinnert mich gerade so, das sieht ja ganz gut aus. Das muss ich doch irgendwie malen. Nee, er muss ja so nur wie, die Schnauze da nehmen. Schritt 1 malen. Schritt 2 Fragezeichen. Schritt 3 Profit. Oh ja. Nein, Schritt 3. Schritt 4 Profit. Ja, jetzt ist er hochnäsig, aber okay. Weil pfeift er gerade. Das ist der Pfeif der Fuchs. Selbst meine Nachbarn rasen hier gerade weg. Ich glaube, können sich das auch. Wir malen nochmal von vorne. Das. Oh, scheiße, wie habe ich das geschafft? Chuck. Wie mache ich das jetzt am besten? Ach, so ein Kack. Aber Galax, wir können ja auch hier jetzt bei Twitch, wo wir ja gerade live sind, doch vielleicht uns auch mal so vorstellen. Also wir sind Single, Galax und ich. Wir sind auf der Suche nach Partnern. Bei Galax, der ist ein bisschen anspruchsvoller, ich nicht. Wow. Hauptsache Puls. Oh, Kreativa. Es ist schön, dass meine Sendung ist, wo nicht ich die Scheiße von mir gebe. Ja. Ausnahmsweise mal. Nicht, dass du noch bei mir zählt der Charakter. Großen Vereinen verklagt wirst. Nein. Sorry. Es sei denn, es ist ein Partner. So. Oh, da kommt ein Herz. Oh, Scheiße. Wird das ein Nacken? Ich hab ein Kreis, der ewige Kreis. Ich glaube immer, das sollen die Backen werden, glaube ich. Du machst das Gleiche, also Ruhe. Ja, ich auch. Was? Ich guck schon hin. Da ist wie ein Polizeiauto. Ja, irgendwie. Oh Gott, das Blaulicht ist ja riesig. Die müssen was kompensieren. Das ist ein Kerzendocht. Kommt da oben noch eine Kerze. Das kann auch sein. Ja, ist doch logisch. Oder das ist irgendein Tier, was sich versteckt hat und Galax malt gerade einen Tail. Siehst du das? Ah. So, dann hier. Ah. Also aus dem Live-Chat wird gerade geschrieben, nimm dünnere Lines, Galax. Noch dünner. Weißt du, wie oft wir das schon versucht haben, ihm einzutrichtern? Noch ja, es wird nichts. Ich glaube, ihr seid doch von allen guten Geistern verlassen. Hat der ein Partyhut auf? Ich habe keine Ahnung. Ah, sehr gut. Das letzte Einhorn, das weißt du doch. Aber die Schnauze, oh mein Gott, wie soll denn das jemals funktionieren? Hm. Jetzt wird's ein Nasenbär. Oder so eine Fledermaus. Kann ich nicht nur Löwen malen, die sind einfach nur ein Kreis und eine Sonne außenrum. Der Patreon hat sich das ein Kreis und eine Sonne außenrum, wow. Deine Sonne hat letztes Mal zigtausend Striche gebraucht. Aber dafür sah sie auch gut aus. Sie hat mich richtig angestrahlt. Hatte schon mal davon gehört, wenn man Leute immer positiv bestätigt, die eigentlich gar nichts Positives machen, dass das dann zum Dritten Weltkrieg führt? Deswegen haben ja Galax ja auch im Company of Heroes und da macht man immer runter. Gut. Das ist quasi ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, man. Es grenzt schon fast an Mobbing, aber noch nicht ganz. Nee. Das grinst ja auch nur. Noch lacht er ja, ist ja nicht das Problem. Ja, genau. So jetzt wird sich schweigen. Sie sind der lacht. Alter, ist das schlimm. Hochnäsiges Tier ist das. Ja, obwohl es sieht schon mal gut aus. Und weg ist es. Und weg, ja. Da ist er.
Ja, genauso klinge ich auch, wenn ich zeichne. Echt, du machst auch. Also, Willst du uns mal Aufnahmen von deinen Artstunden präsentieren? Da fliegt schon die Nase dran vorbei. Ich speichere dann meine Bilder auch als MP3. Nee, weißt du jetzt, das reicht so. Warte, der hat ja die Nase. Ja, gut aus. Das sieht gut aus. Nur dein Mund ist scheiße. Ja, das ist alles ja, scheiße. Ja, sehr schön, Galax. Das sieht doch schön nach Husky aus. Es fällt nur noch der Fluff an den Wangen. Nein, was tust du? Ja, und? Ja, und sieht schon nach Husky aus, siehst du. Ich will ja noch der Husky-Tail. Ja, der kommt gleich noch. Der gekörlte, ja. Ja. Ja, wunderbar. Kennst du Scooby-Doo? Ja. Genau, da erinnert mich gerade an die Kleinen davon. Scrappy? Ja, na, ich glaube Scrappy hieß er. Oh, der ist jetzt auch im Kino gerade. Ja, der neue Scooby-Doo? Dazu zwinge ich eigentlich auch schon mal unsere Auszubildende. Sie soll unsere Auszubildende, nicht okay. Ja, was heißt, sie soll sich Paw Patrols angucken. Oh, das ist eine Kinderserie. Und, das ja, ein Problem? Es gibt jetzt auch im Kino und momentan ist da echt nicht viel los. Dank. Corona. Ja. Ich weiß nicht, ob sich der lohnt oder nicht. Also ich glaube, du bist nicht die Zielgruppe. Von daher. Ich bin die Zielgruppe. Moment, ist Katiba nicht die Zielgruppe für Corona oder für Paw Patrol? Paw Patrol. Okay. Hallo, die haben wichtige Sachen zu regeln. Hallo? Ja, zum Beispiel, dass Chase abgeschafft wird, weil das ja ein falsches Bild eines Polizisten ist. Oh, voll politisch, ey. Ich will jetzt gar nicht wissen, Galax, wo Marshall. Dieser Husky Marshall. Den ja. Schwanz hinten am Auto stecken hat. Das ist ja Maskirobo, Tesla Husky. Ach so, die sind quasi vereint. Ja, genau. Kriegt ihr dann noch Robo-Arme? Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch Rocky am liebsten. Ich weiß es doch nicht. Kadiba, jetzt kommen die geilen Felgen, guck mal. Oh ja. Speichenfelgen, ja super. Ja, warte jetzt. Ich glaube, da machen wir hier nochmal einen Strich durch. Oder da nochmal einen Strich. Okay, jetzt wird's komisch. Ja, da fehlt noch. Ja. Ja. So, erst Vierteln, dann reicht. Sechsteln und dann Achteln. Ja, reicht. Irgendwie erinnert mich das Auto bisschen an dein Candy-Auto. So. Candy-Van. Ui. Ja, das ist mal yay. Kunst. Das ist tatsächlich Kunst, ja. Im Gegensatz zu meiner. Aber grenzt aber mehr so schon, sagen wir mal, halb an Amateurhaftigkeit. Oh ja. Gott, ich krieg Haue. Wieso? Guck mal, bei dem Auto fehlen die Scheiben. Achso, nee, nicht das. Gau fragt Kane, bist du das auf dem Bild? Ob das Kane ist, den du da gemalt hast? Kane hier der einzige Kanide ist? Und ich sag ja. Nein! Okay, ich bin kein Husky. Aus dem Team. Ja, also so ein bisschen Ringelschwänzchen wirst du ja wohl hinkriegen. Ja. Gib dir Mühe, ringel deinen Schwanz. Nee. Knack. Ich kann zwar den Tail liften, aber so im Curl kriegt es nicht hin. Ja, das erfordert jahrelange Übung. Ja, sollte man sich viel mal. Viel zu lernen, du noch hast, junger Pavian. Ja. das sieht gut aus. Das sieht aus wie bei MacWarrior. Mach mich hier nicht fuchsig, ja. Liebe Claudi. Das wird ja langsam affig. Das ist ein Kinderhandy, das ist ein Flammenwerfer. Oh ja. Richtig. Oh, komm da jetzt Finger. Oh, bitte lass da Finger. Oh, wie gut. Weil wenn nichts kommt natürlicher als ausgestreckte Finger. Hallo, da hält das Lenkrad. Ich finde es auch sehr gut, wo der das Gelenk ist, weil ja Oberarm und Unterarm gleich lang sind. Ja, sieht korrekt aus. Galax, lass dich nicht runtermachen. Ja, gell.
Du bist doch neidisch, weil der richtig zeichnen kann, im Gegensatz zu dir. Nein, ich bin neidisch, weil der sich ganz locker den Rücken kratzen kann. Obwohl, nee, er kriegt ja den Oberarm gar nicht. Nee, der obere Arm ist ja das Entscheidende. Du musst ja an den Rücken kommen. Okay. Er kann ja wenigstens im Stehen pinkeln. Wie denn? Er kann ja gar nicht den greifen. Klar. Der Unterarm ist zu lang. Bräuchst du einen Knick da drin? So. Vielleicht ist es eine Prothese, wie bei Coco Cacetto Arm. Ah ja. Warum ist eigentlich das Auto an der Leine? Er hat rote Augen. Was? Warum? Warum ist das Auto an der Leine? Weil Tesla kann auch autonom fahren, aber das nicht so ganz funktioniert. Ich verstehe. Das ist der Husky Robo Tesla, den Galaxy aus der Scherzi. Das ist die Schnur, wo es festgebunden ist. Ja. Wie so, genau diese, wie so diese Kinderspielzeuge mit diesen Holzenden, die man hinterher zieht, ne? Ja. Genau. Das ist ein Watschel-Robo Tesla. Die Tigerente. Oh ja. Tigerente. Warst du schon immer in den Club? Ich nicht. Ich glaube, kann man mal in den Live-Chat fragen. Wer wollte schon immer mal in den Super Toy Club? Ja, ja, aber. Und dann einfach mal den Toys R Us so richtig megamäßig ausrauben. Ich will ja, da alles. Das Problem ist, du musst natürlich die Frauen aus deiner Klasse auch was mitbringen. Das macht keinen Spaß, wenn dich das. Ja, da kommt nicht das Feeling hoch. Also das Super Toy Race. Warte, wir reden noch über Toys R Us, oder? Ja. Das Super Toy Race war schon geil gewesen, ja. Also ich war definitiv immer zum Lego gerannt. Komm, Katiba, lass uns jetzt heute nochmal anmelden für den Super Toy Club. Wir ziehen die Jungs ab. Also eure Aussage mit im Dunkeln macht es mehr Spaß, ist bezogen auf Toy. Ja, dann du bekommst ja das ja alles geschenkt, was du da in deinen Einkaufswagen reinfeuerst. Aber was du ans Ziel bringst, wohlgemerkt. Ja, genau. Du musst ja in der Zeit ja durchs Ziel ja noch. Ach so, ja, das kenne ich. Das haben wir schon viele Geschäfte gemacht. Aber wenn es dann dunkel ist, dann hast du so dieses Feeling von, ich glaube, ich raube gerade diesen ganzen Laden hier aus. Ich meine, wie gesagt, das Angebot steht noch. Komm, lass mal anmelden, lass die Kiddies abziehen. Ja, ich bin dabei. Zu zweit gegen ein Viererteam, ne? Colorion auf zwei verschiedene Sets. Aber Ich hätte aber bei solchen Geschicklichkeitsspielen oder so, wo Fingerfertigkeit ist, gefragt ist, da hätte ich echt Probleme. Wieso? Du nimmst einfach Sachen, die nicht können. Ja, wie zum Beispiel Autofahren. Oder Kippe anzünden oder sowas. Stimmt, damit kannst du die ganzen Kinder. Oder Bier öffnen. Genau, mit. Oder ja, einen kleinen Pariser irgendwo drüber ziehen. Das können die, glaube ich, auch schon. Nee, glaube ich nicht. Je nachdem, wie alt sie sind. Ja, meistens wollen die doch so 8 bis 10. Ja, dann haben die das drauf. Okay. Im wahrsten Sinne. Oh Mann, ihr seid schlimm, ihr seid echt schlimm. Du bist schlimmer. Ja. Nee. Nein, du bist schlimm. Ich habe alles Schlimme nur von euch gelernt. Das stimmt Ach, gar nicht. Jetzt ist es nicht mehr Claudi, jetzt sind es wir schon, aha. Ja. Claudi, du bist nicht mal die Bessere von uns. Gut. Claudi ist diejenige, die, aber die uns. Wie kann man bei so einer Runde im Toys R Us Puppen mitnehmen? Das Ding ist ja, du musst ja erst durch diese Rubriken durch die Scheiße sind, bis du endlich in die Elektroabteilung kommst. Ja, richtig. Das und dann tust du eine Puppe rein, rennst weiter. Nee, du musst ja den Korb so voll wie möglich machen. Dann musst du immer an einer Station, wo du was machen musst, abgeben. Wenn du das geschafft hast, dann wird der mit dazugezählt zu deinen Einkäufen. Dann musst du weiter rennen mit dem leeren Korb. Also ich kenne es nur von Mediamarkt, dass es da so Aktionen immer mal gab. Alter, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass ihr das sogar jetzt noch macht. Bayern, ich sag's euch, das Land, wo Milch und Honig fließen. Hey, du meinst wie bei El Bandi? Ja. Gab es das bei euch nicht? Also ich glaube irgendwie, dass ihr es bei uns schon mal gemacht habt. Ich habe immer mal vor Jahren mal immer sowas gesehen. Dass Galax, nein, deine Eltern kaufen dir einfach nur alles, was du in den Papierkorb hast. So, ich habe das nur falsch in Erinnerung. Nee, ich habe da ja nie dran teilgenommen, aber da gab es auch so diese, die mit so einem Einkaufswagen dann so gesehen halt ja, den Einkaufswagen voll machen und halt dann. Das gibt's so ab und zu mal bei Neueröffnungen. Nee, das war ein bisschen anders gewesen. Also da hatten die keinen. Ist das ein Wolfswagen? Da hatten die aber keinen Einkaufswagen, sondern hatten die dann so einen,
ja, so ein, sagen wir so, stationär, so einen riesen Korb gehabt. Und dann mussten dann die Personen innerhalb von einer Minute durch den ganzen Laden rennen und das mitnehmen, was sie tragen können. Na, und derzeit mussten sie das dann immer in den Korb reinschmeißen. Einen Wagen hatten die dann nicht dabei. Ja, okay, dann halt auch ohne Wagen. Okay, ich denke mal, das ist von Laden zu Laden unterschiedlich. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, aber das ist das Einzige. Mal, wenn ich in unseren Fernseher her habe. Erinnern sich die älteren Kaliber unter euch vielleicht noch an die Zeit, als es bei Aldi die ersten PCs gab? Ganz günstig. Stinkt das Auto oder was ist das? Ich frage mich auch gerade, warum das Auto stinkt. Ja, aber... ja, es ist ein Maski. Maski, ja. Aber was daran ist jetzt Tesla? Das Auto. Ja, das Auto. Wagen. So sieht ein Tesla aus, Claudi. Es ist das, also grünes Auto Modell mit grauen Felgen. Und so eine Schnur dran. So, kennst du doch was? Du hast den Cybertruck mit einem Modell J irgendwie zusammengefahren. Dann sieht das so aus. Aus dem oben ein stinkender Wolf. Ich könnte fast denken, das ist Manta oder sowas. Richtig. Oder ein Opel Kadett oder sowas. Ja, keine Ahnung, auch wenn das normalerweise vorne drauf ist. Dann ein gutes Auto gemacht. Also, wenn man das jetzt mal mit dem Van vergleicht von letzten Mal, ist das deswegen richtig gut. Deswegen hat er jetzt ja Übung im Auto mal. Deswegen aber er macht immer noch die Fahrräder. Mit den Speichen. Was war das jetzt? Ein Blinker oder ein Kussmund? Ein Kussmund, aber übel ist ein Kussmund. Nein, kein Kussmund. Das ist ein Uterus. Tesla-Symbol. Das ist das Uterus-Symbol. Guck mal, genau hinten. Links und rechts sind dann jetzt. Das ist das Tesla-Symbol. Warum ist das Tesla-Symbol ein Uterus? Ja, genau. Habt ihr schon mal Tesla gesehen? So sieht das Tesla-Logo aus. Hast du schon mal ein Uterus gesehen? Nein. Genau so aus. Hast du schon mal das Gehirn eines Hais gesehen? Oh Mann. So, links und rechts von deinem oberen Querbalken vom T-Galax liegen da Eierstöcke. Genauso sieht nämlich das Gehirn eines Hais aus. Ja, bei Deep Blue Sea habe ich das mal gesehen, so eine Zeichnung. Oh ja, oh Gott, der Film war so gut. Oh, ich mochte das wieder. Habe ich mit 12 gesehen, dann habe ich Baby gesittet bei meiner Tante, bei meiner kleinen Cousine und meinem Cousin, die waren damals 3 und 5. Und dann, wir haben den Film dann direkt da nochmal geguckt. Der und was Tesla haben die Schweine Uterus gemacht? XL. Die haben mich sofort verpetzt. Ja. Fitzkatz, der Fahrer ist der Terminator-Husky obendrauf. Ja. Beziehungsweise ist ja eins, ist ein Roboter. Also. Was, Fitzkatz ist Speedy? Ja. Hi, Speedy. Hi. Hi, Speedy. Alex malt wieder Scheiße. Nee, ich mal einen Musky-Robo-Tesla-Husky. Also ich würde sagen, das ist ein voller Erfolg, oder? Naja. Jo, fällt gerade auf, eigentlich fehlt bei den Reifen ja der Reifen. Ja, du hast nur die Felgen. Sind ja eigentlich nur die Felgen. Ja, ja, man muss aber Einsparungen machen. Reifen sind nicht so gut für die Umwelt. Deswegen fahren die so schnell, Galax, weil die keine Gummiabrieb haben. Sich die fahren nur auf Stahl. Ja. Okay, ja. Stahl auf Beton fährt ziemlich schnell. Hm? Aber glaub, bremsen ist dann kacke. Also, und wenn du nicht fragst, Speedy, wer denn der Fahrer ist, das ist der bekannte Unterarmwolf. Man nennt ihn auch Long John Wolf. Long John Wolf. Wohlgemerkt, das ist der Uterus XL. Von er hat Tesla. Eine ganz tragische Geschichte, einen Verkehrsunfall gehabt. Und dann ist er direkt mit dem Tesla zusammengewachsen. Und seine Hände wurden zusammengenäht, also seine Finger. Deswegen sind die alle so. Claudi, kennst du noch Teen Car? Die Zeichentrick. Ja, oh Gott, diese Scheiße. Das ist nicht Teen Car, das ist Husky Car. Oh Gott. War es nicht immer so, wenn er wütend. Ach nee, er wurde nicht wütend. Nee, die kaltes Wasser von... ist er zum Menschen geworden, warmes Wasser zum Auto. Genau, wie Rammeinhalb, Alter. Genau. Ja, Mann. Da wurden ja ich bin trotzdem Galax, mach mal links und rechts von dem Tee noch Eier hin für die Eierstöcke. Nein. Jetzt weiß ich endlich, was ihr meint. Okay. Alter, ich will jetzt aber nicht, dass du es gegoogelt hast. Das hat schon lange genug gedauert. Nein, ich hab's nicht gegoogelt. Aber jetzt habe ich mich gerade an Biologie zurückerinnert. Jetzt natürlich, weiß ich. Natürlich. Gut, Galax. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, aber wo sehen die das denn? Aber jetzt erinnere ich mich auch an das Bild wieder. Okay. Und wenn du jetzt genau hinguckst, siehst du in diesem Tee auch den Teufel. Willst du es damit sagen, Frauen sind der Teufel? Das haben die Christen gesagt. Aha. Weil wenn du genau hinguckst, ist der Uterus genauso geformt wie der Teufelskopf von damals. Oder wie ein Kreuz. Hudenfuß, ja. Okay, ich sage jetzt nichts dazu zu den Verschwörungstheorien. Lieber nicht. So, Galax, wollen wir nochmal die
Die Sonne ist gut geworden. Die Walt Disney Ummalbilder durchgehen. Können wir auch gerne machen, aber... Ich glaube, für heute reicht's. Nein, ich will es nochmal sehen. Noch mal erzählen, ja, ich auch. Wollen wir gucken. Wenn wir die Geschichte erzählen oder nur sehen? Mit Geschichte, Galax. Weißt du es noch? Nee, ehrlicherweise. Simbax wird verstoßen, als er seine Mutter mit dem Mutterkuchen drosselte. Genau. Okay, dann gehen wir weiter auf die nächste. Ja. Wir sind bereits auf der nächsten. Na, weißt jetzt, du, was ja. Simbax hier mitbekommt? Ja, dass es, keine Ahnung, Gazellenkuchen war, der Mutterkuchen. Nein, Simbax stellt fest, dass seine geliebten Schokopops Gazellenködel sind. Wurde seit Jahren mit Gazellenködel aufgezogen. Gefüttert wurde. Na, unglaublich. Genau. Und hier trifft Simbax seinen Artvestiten Karl, der seines Zeichens ein Organhändlerunternehmen führt. Ja, und Mutterkuchen vertickt. Und der ist auf ihn aufmerksam geworden, weil er immer noch mit seinem Lieblingsmutterkuchen rumrennt. Mhm. Beste Freundin. Und er hat sich übrigens von Karl auch eine Bindehautentzündung eingefangen. Ja, genau. Und das ist... Und das ist das Happy End. Karl und Simbax finden zueinander. Karl badet Simbax im... Im Pool. Im Pool der Liebe. Im Pool der Liebe. Quasi ein Happy End. Sozusagen, ja. Jetzt sind die beiden endlich zusammen und können das ganze Schlechte der Welt vergessen. Boah, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn ich irgendwie in so einem oder zwei Jahre mir das verschickt und sowas. Ey, du hast doch mal das gemacht. Kannst du mir das auch mal? Oh mein Gott. Also wenn ihr möchtet, dass eure Sona in diesem Stil auch verewigt wird, ne? Nächstes Mal unbedingt einschalten und vorwünschen. Ja, könnt ihr tatsächlich machen. Das ich glaube, Galax, du solltest die Schlauchbootlippen zu deinen Morgenzeichen machen. Finde ich auch. Jeder muss ja irgendwie so seinen eigenen Artstil erkennbar machen und das wäre dann mein Erkennungsmerkmal. Das ist immer geil. Hey, bist du nicht der Künstler, der immer diese Schlauchbootlippen macht? Ja, ganz genau. Ja, ich hab T-Shirt von dir, guck mal, da knutscht Karl Simbax. Ich sehe dann schon, wenn die ganzen Frauen dir schreiben, ich will diese Lippen haben, kannst du mir ein Rap schicken? Ja, die Mädchen gehen so zum Schönheitschirurgen und sagen, diese Lippen will ich haben. Ja, genau, zeigen das Bild. Ja, aber so ein Schönheitschirurg braucht ja auch ein Rap-Sheet, damit er weiß, so ungefähr, wie das aussehen soll. Oh Mann. Und das ist die Galax? Galax, genau. Galax. Mhm. Lösung. Ja. Ansonsten, wir hatten noch zwei Patreon-Vorschläge. Über beim nächsten Mal zeichnen. Richtig, genau. Noch nicht verraten. Wir sind schon etwas spät, oder? Ja. Ja. Okay. Schade. Gulax. Mhm. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Eine Frage noch, Katiba, du hast gar nicht gesagt, was du dir wünschst. Wir haben die Lippen von Karl schon, das war ausreichend. Jeden Wunsch erfüllt. Richtig. Ich glaube, okay. Katiba hat es die nächsten 5 Jahre. Ich glaube, Katiba ist mit den Lippen von Karl und von Simbax und Karl hellauf begeistert. Ja, ich hatte meinen Spaß, sag ich mal so. Sehr schön, darauf kommt's an. Karl! Ein Beachtlicher übrigens, dass Karl am Anfang noch verwirrt war und das falsche Ende von Simbax geküsst hat. Ja, aber später hat er es geschafft, dann noch die richtigen Lippen zu treffen. Erinnert euch an Schweinchen, war das Schweinchen namens Babe? Linke Backe, rechte Backe und auf den Mund? Nee. Oh, Mann, das war irgendein Schwein. Klar! Diese Lebenszeit, die ich dafür verwendet habe, so ein Kack zu. Das war dann irgendein Schweinefilm. Mein Name ist Babe. Porno? Nee, das war ein Schweinefilm. Ja, Schweinebild, ja, genau. Wunderbar, okay. Ich denke, aber wir sind sehr glücklich. Dann aber noch vielleicht so als krönender Abschluss, wenn ihr vielleicht tatsächlich noch ein bisschen wirkliche Kunst gesehen habt, könnte man noch eine von Claudi ausgearbeitete Variante sehen, die tatsächlich mal, man glaubt's nicht, das ist tatsächlich gar nicht von mir. Nochmal eine ausgearbeitete Variante des Galaxes. Also, dann das habt ihr tatsächlich heute mal wirkliche Kunst noch in dem Artstream gesehen. Cool.
Ah, scheiße, welche Wort ist drin? Ah, ich weiß es, in dem Film Siegfried kam es vor, linke Backe, ja, rechte Backe. Aber ja, ich denke, mit der Kunst enden wir am besten auch den Artstream. Hat zwar jetzt bisher nicht mit Kunst begonnen, aber so haben wir jetzt mit Kunst angefangen. Gut, hören wir. Von Tamien soll ich sagen, Anwalt ist draußen, verlange Schmerzensgeld, weil ich vor lauter Lachen Bauchweh habe. So, warte, du Dings verendest, warte. Verendest, ja, ich verende den Stream. Warte, noch nicht? Nein? Ich will es noch reinschicken, da. Konik. Bitte bei linke Backe, rechte Backe und dann genau auf den Mund. Du doch. Ignoriert's einfach. Okay. Okay. Ich will dich jetzt nicht verurteilen, aber ich finde das nicht in Ordnung. In der Hinsicht, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle Patreons, die Vorschläge eingebracht haben. Vielen Dank an all unsere Patreons auch allgemein für ihre Unterstützung. Aber hält besser. Ja, war echt lustig mit euch, das Stream. Danke für euer Feedback, das ihr mir die ganze Zeit gegeben habt. Sowohl hier die im Teamspeak als auch die hier im Live-Chat. War wirklich lustig mit euch allen. Und ich freue mich dann tatsächlich schon wirklich aufs nächste Mal. Weil dann, wir haben noch von den Patreons jetzt schon ein paar gute Vorschläge. Wo ich habe wirklich nur gute Patreon-Vorschläge bekommen. Heute habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist genial, wenn ich das zeichne. Also von daher, freut euch schon auf den nächsten Artstream. Gesundheit. Okay. Gesundheit. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Unterstützung. Sorry, ich bin allergisch gegen Schleimerei. Genau so. Wow. Gut, dann so viele Handherz. In der Hinsicht, ja, Handherz. Handherz. In der Hinsicht wünscht euch noch einen schönen Abend noch. Gesundheit. Nee, schönen Abend euch noch. Schlaf gut, wenn ihr jetzt ins Bett geht. Und wir hören uns dann spätestens bald wieder. Spätestens bald. Und morgen gibt es ja trotzdem wieder das auf Afrifer. Da hört ihr uns zumindest auf jeden Fall, nicht uns, aber zumindest Eivik wieder im Radio. Gut, in der Ansicht, schlaf gut, gute Nacht und vielen Dank fürs Zuschauen. Gesundheit. Und tschüss. Bye bye. Gesundheit und tschüss.